Verteidiger rufe ich in die blaue Ecke, Toni Wagner. Jetzt kommen wir zum neunten Kampf des Abends. Hier stehen sich gegenüber in der roten Ecke Stefan Tempelhof gegen Toni Wagner vom Shuri Gym Zwickau. Stefan Tempelhof kämpft für die Fighting Spirit. Und den erkennen wir hier an der weiß-schwarzen Hose. Versucht hier sein Bein gleich hochzuziehen zum Körper von Stefan Tempelhof. Mit einer schönen Rechten zum Kopf von seinem Gegner, von Stefan Tempelhof. Stefan Tempelhof, 27 Jahre alt, damit ein Jahr älter als Toni. Toni versucht schön immer den direkten Weg zu seinem Gegner zu finden. Die letzten Sekunden nochmal mit einem schönen Tritt von Toni. Und das sind wir in der ersten Pause. Zwischen Toni Wagner mit den blauen Handschuhen
und seinem Gegner Stefan Tempelhof mit dem roten Handschuh. Toni wird ein bisschen aggressiver. Jetzt in der zweiten Runde. Direktor. Immer wieder Dritte zum Oberschenkel von Stefan Tempelhof. Immer wieder das Ziel treffen. Turnier war jetzt in der zweiten Runde klar vorne. Und aus! Zweite Runde! Und gehen mit einem leichten Vorsprung in die zweite Pause. Sind wir schon in der letzten Runde in diesem Kampf. Hat Toni gerade einen Tiefschlag einstecken müssen. So, Tiefschlag, eine Minute hat gleich über Zeit. Kriegt ja aber jetzt eine Minute Pause, aber die braucht er gar nicht. Er will weitermachen, er will zum Gegner, er will an den Körper von Stefan Tempelhof, was ihm auch jetzt wiederholt gelingt. Einige schöne Treffer, aber Stefan Tempelhof konnte mit einem Drehkick versucht. Er meint, Stefan Tempelhof ein Rezept gefunden zu haben, wie er gegen Toni ankommt. Mit verstärkten Kicks. Bei den Kicks von Stefan muss Toni vielleicht ein bisschen besser aufpassen, ein bisschen besser seinen Körper abdecken, denn die kommen schon immer öfter an. Merkt auch das Publikum jetzt und feuert den Kämpfer vom Schuhgym Zwickau jetzt an.
Diskussion jetzt zu Kampfesende. Adi. Jetzt sind wir gespannt, wie das Ganze ausgeht. Neunter Kampf dieses Abends. Der Sieg geht nach Punkten in die Blaue.